Was geht ab, Leute? Suki und so, willkommen zum kleinen Commentary. Ja, im Hintergrund seht ihr ein richtig heißes Eisenbruder. Yeah, Digga. Sniper Nuklear. Auf Express, Digga, auf Express. Fast only Quickscopes. Also, ich habe, glaube ich, zwei mit Zweitwaffe geholt. Einen habe ich, glaube ich, gemessert. Ja, mit Zweitwaffe habe ich die geholt, weil ich Angst gekriegt habe, weil ich kurz und klar war, habe ich Angst gekriegt, dass ich sterbe, deswegen habe ich Zweitwaffe rausgeholt. Aber ich hätte es auch, glaube ich, so geschafft. Ja, mit Sniper einfach Ballistic Scope und schnelles Magazin. Das ist ein sehr altes Gameplay auf meinem Sniper-Account, meinem früheren Sniper-Account, aber ich habe jetzt einen neuen, wo ich Diamant-Sniper und so habe. Und ja. Und ich glaube, ich habe zwei Hardscopes gemacht, also ich glaube, das ist die erste Sniper Nuklear, die ich auf YouTube gesehen habe, die fast only Quickscope war und ja, einfach nur für zwei Kills mit der Zweitwaffe. Es gibt eine Sniper Nuklear, die der Typ hat irgendwie 10 Kills mit Sniper gemacht, Rest sind alles mit B23, also ja, ich sag mal gar nichts dazu. Und ich glaube, das war mit Level 20 oder 30, ich bin mir nicht sicher. Und es ist aus dem Kinomodus aufgenommen. Deswegen auch fährt manchmal, keine Ahnung, sieht so aus wie, dass ich Aimbot habe oder so. Aber ja, war eigentlich richtig geiles Gameplay, man, Express, Digga. Und die Killstreaks waren Drohne, Wächter und Blitzschlag. Und ja, ich habe Solo gespielt, ich Solo noch dazu. Und ich denke hier, weil mein Orbi oben ist, ich habe wirklich Solo gespielt. Und ich bin in so eine Lobby reingejoint und da waren halt so, glaube ich, das waren Norweger oder so, keine Ahnung. Und die haben halt immer Orbi rausgehaut und so. Das fand ich eigentlich richtig chillig. Auch richtig gebockt die Runde, Mann. Wie man sieht, habe ich gerade hier erweiterte Magazine freigeschaltet, wenn ich das schaffe zu synchronisieren und so. Ich mache das eigentlich immer ohne Gameplays anzuschauen, aber jetzt mache ich so. Keine Ahnung, was weiß jeder macht. Und jetzt messe ich ihn hier, wie man sieht, verfehlt. Und hier noch ein Bam, Digga. Was kann ich noch zum Gameplay sagen? Die Perks, glaube ich, waren. Es war 100% Leichtgewicht dabei, Hardliner auch. Ich glaube, Leichtgewicht, Hardliner, Zähigkeit und Gewandtheit, glaube ich. Oh, guck den Quicksilver. Also, bam, Digga. Ja, über was ich reden wollte heute. Ich wollte euch mal fragen, wie es findet, wenn ich mal einen Commentary mache. Wenn ich so einen YouTuber nachmache, keine Ahnung, ich habe irgendwie ist mir das gerade, lag so im Bett und mir ist so eingefallen, ja komm, lass mal irgendeine Scheiße machen, und so Scheiße labern, irgendwelche nachmachen. Und ja, das ist mir mal eingefallen, irgendwie so YouTuber nachzumachen. Und ja, ich wollte euch mal fragen, ob euch das gefällt oder so, ich glaube, das hat noch keiner gemacht, also doch ein paar sicher, aber nicht so viele. Und ja, und ich wollte auch noch sagen, wieso ich so lange kein Commentary gemacht habe. Ich war ja vor einer Woche oder zwei Wochen krank, lag ich im Bett, Alter, konnte ich zocken, gar nichts, Digga. Und ja, deswegen habe ich auch nichts gemacht, weil ich keine Stimme hatte und so. Ihr wollt es sicher nicht hören, wie ich keine Stimme habe, Bruder. Yeah. Und jetzt geht es mir wieder besser. Also schon lange, ich glaube, so in einer Woche, aber ich hatte nicht so viel Zeit, ein Video zu machen, deswegen, ja. Und ich habe auch GTA vollkommen gesucht, das Jahr bis durch. Aber noch nicht 100%, da muss ich irgend so Alien-Dinger suchen, also so Briefkästen. Und die sind überall auf der Map verteilt. Aber es gibt so eine Map, wo du siehst, wo die sind. Und ja, probiere ich halt immer zu machen. Ich hab heute 10 gefunden oder so, aber dann hatte ich keinen Bock mehr auf GTA, weil ich schon durch habe. Muss halt nur das machen und dann noch ein paar Dinger finden, also so wie diese Alien-Kästen. Das sieht aus wie ein Aktenkoffer. Und da muss ich noch ein paar Nebenmissionen machen. Und das war's eigentlich, da habe ich GTA durch. Ich freue mich schon auf GTA Online, weil dann könnt ihr auch mit mir spielen. Ich mache dann so eine Crew, es gibt ja so eine Crew oder so, da kann man online richtig gerne Sachen machen. Und dann wer mit mir spielen will, ab 1. Oktober ist das ja freigeschalten, kann sich gerne bei mir melden. Xbox natürlich, Xbox, keine PlayStation. Ich habe es für Xbox geholt, weil ich es einfach besser finde für Xbox. Und ja. Und ja, für Xbox finde ich, es macht eigentlich richtig Bock, weil das Spiel ist eigentlich, wie GTA San Andreas, finde ich, ist halt bessere Grafik und so, aber du hast halt eine richtig große Welt und so, wer GTA San Andreas kennt, das habe ich vorher so gesuchtet, Alter. Da habe ich noch kein COD gespielt und da habe ich auf der PlayStation 2, habe ich GTA San Andreas so hart gesuchtet, man, ich glaube, ich habe es zweimal durchgespielt. Ey, Junge, das hat so Spaß gemacht, GTA San Andreas, Mann.
einfach so durch die Stadt zu cruisen. Man kann ja so, man könnte ja auch da so Lowrider machen, wenn ihr wisst, was das ist. Also die Autos da, die so hüpfen und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Das Ding, Alter, das habe ich immer gemacht, Mann. Ich habe immer das Spiel durchgespielt, da habe ich mir nur solche Autos gemacht. Weil das ging ja, Werkstatt. Ich glaube, nur die Autos gingen. Aber jetzt kannst du ja alle tun, aber schade, es gibt halt die Lowrider hier nicht. Aber ja, kann man nichts machen. Ich glaube, ich bin jetzt einfach nuklear. Also, ich glaube, da habe ich sie gekriegt. Ne, da habe ich sie gekriegt, glaube ich. Und passt mal auf, wie ich gleich sterbe. Jetzt kopiere ich noch das Ding weg, das Trophäensystem. Ne, ich glaube, ne, da, den kill ich noch. Ja, Hardscope. Und jetzt guckt er das an, wie ich sterbe. Alter. Ich habe so Angst gekriegt, Alter, dass ich keine Nuklear gekriegt habe. Der war eigentlich getroffen. Guck, bam, hat er mich niedergespawnt. Ich schon, fuck, Digga, fuck. Wovon bin ich hier? Habe ich Nuklear geschafft? Oh, nee, auf. Und dann Nuklear. Und schau mal, wie ich mich gefreut habe. Okay, das war's mit dem Kommentar. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.